Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Titan Quest Eternal Embers. Wir sind jetzt hier an der gleichen Stelle, aber mit einem neuen Charakter. Ich habe ja gesagt, ich finde den Nahkampf jetzt nicht gerade so immer gut, die Gegner anzuvisieren und so. Habe ich noch ein bisschen Mühe. Greift halt ein bisschen langsam an mit diesem einen linke Maustaste Skill. Und deshalb machen wir einfach mal mit dem hier, das ist mein Zweitcharakter, also mein Farming-Charakter, einfach mal ein bisschen weiter. Und ja, ich schaue mir einfach den anderen Charakter dann vielleicht in einem Livestream oder so an, damit ich mich ein bisschen eingewöhne. Und ja, ich habe wirklich den Väter wieder einfach falsch eingestellt. Ich habe nämlich auch die Magic-Items ausgestellt. Und das ist einfach, weil ich die Taste Ö und Ä vertauscht habe dann im Kopf oder so. Und ja, es geht schon viel besser mit diesem Charakter. Und ja, war auf der ersten Part ein bisschen wegen der Nervosität und so. Einfach diese Anspannung, oh, ein neuer Akt oder mehrere neue Akte, glaube ich. Ah, Legendary, ja, ich muss schnell vorwärts kommen, damit ich euch das zeigen kann und so weiter. Ja, werden wir machen. Aber, ja, okay, jetzt. Nochmals Gold, okay. Jo. Dass wir einfach jetzt ein bisschen durchrennen. Dass dieses Ding, diesen Tempel hier, kaputter Tempel, oder was es ist, machen wir mal. Weil da gibt es gute Items, sage ich immer wieder. Gute Chance auf gute Items, aber meistens nicht so gute Items. Ja. Ja, zum Beispiel die Level 8 ist nämlich voll. Jo, und eben so viele Items habe ich schon gefunden, gäbe, wo wir ja im letzten Part die einfach nicht gesehen haben. Das ist ja halt doof, wenn es so viele Filter gibt, aber keine Filterpaste oder so. Tja, da habe ich halt einen kleinen Fail gemacht. Ja, ich habe schon längere Zeit, eigentlich seit Sommer, nicht mehr so Titan Quest gespielt, deshalb bin ich einfach ein bisschen ja, aus dem Kopf, aus dem Gedächtnis einfach wissen, was die Einstellungen belangen. Natürlich kenne ich wirklich Akt 1 und 2 komplett auswendig noch. Aber so, ja, Spielfeatures und so gehen bei mir ein bisschen schneller wieder. Ja, aus, also von der Festplatte. Genau, wir haben die erste arkane Formel gefunden. Die ist eigentlich ziemlich gut wegen physischen Widerstand. War ein bisschen wenig. Lähmungswiderstand. Da ist eigentlich eher für den Vorboten. Eigentlich Vorboten, ja. Einfach Traummeisterschaft mit irgendwie AR. Was gibt es denn für eine Magierklasse, die zu dem passt? Geist vielleicht? Der macht halt Traumschaden und da gibt es keine andere Charakterklasse mit Traumschaden, oder? Natur vielleicht noch? Ja. Ist nicht gerade so für uns, aber so physischer Widerstand und dann Widerstand, also Lähmungswiderstand, ist eigentlich ziemlich gut. Jo, mir geht es zwar auch noch nicht so gut, ich habe immer noch Kopfschmerzen, aber immerhin kann ich jetzt wirklich, heute habe ich schon mehrere Parts aufgenommen, wenigstens aufnehmen. Jetzt wird es bald auch besser gehen mit den Livestreams und dann können wir Titan Quest wirklich auch livestreamen. Mal. Weil ja die Story jetzt wirklich in Legendary dann wirklich auch gut genießbar ist. Weil da einfach alles ein bisschen schwierig ist. Also jetzt mit diesem Charakter ist eigentlich alles ganz, ganz leicht. Also ich weiß nicht, ich habe sie Wolflich genannt. Also Wolf und Leash. Also Geist, Natur und Geist. Aber ich werde vielleicht sogar diese Automaton oder wie die heißen, nehmen. Einfach die von der neuen Klasse. Also Stärke brauchen wir nicht. Resistenz. Bei Feuerschamanen gibt es hier genug. Feuerschießen. Ist natürlich Elementarwiderstand wichtig. Moment mal, kein Zivilist geht zu So, da General. kommen wir noch nicht rein. Okay. So, verkaufen wir mal den Krempel.
Ich bin ziemlich beschäftigt, die Spartaner. Und habe hier in diese großen Energy Coms, werde ich jetzt auch nicht alles machen. Und einfach nebenbei, neben den Parts, dann mal ein bisschen farmen oder in einem Livestream oder so mal farmen und so weiter. Aber jetzt ist es noch nicht nötig, so viel zu farmen. So, ich schaue gerade noch Monster, also dass die Pets verstärken. Aber es gibt noch keine. Noch ein bisschen zu früh. Ja, andere Farbe. Ich habe jetzt hellblau genommen. Andere Farbe schaue ich noch. Ruhig um. Die sieht man relativ gut, weil sie einfach mehr geschrieben sind. Auf Pets oder so etwas schwer geschrieben. Oder nur Pets, glaube ich. Da ist Bewegung, aber das ist viel zu teuer. 17.000 haben wir natürlich noch nicht. Ja, und die Stimme ist auch nicht gerade so gut. Asthma. Auf Wiedersehen. Blöde Asthma für Livestreamer und so. Qual. Wenn ich besorgt aussehe, liegt das. Jo, hier müssen wir uns, glaube ich, nach rechts halten. Wir gehen aber jetzt hier zuerst nach vorne. Haben sich auch getötet. So, also mir gefällt es richtig gut schon. Ich habe jetzt natürlich die noch nicht lange gespielt, einfach durchgerusht. Ist die Stelle, wo wir meist stehen geblieben sind. Und so, gefällt mir sehr. Also der Spielstil, der Summoner ist sowieso sehr praktisch. Also muss man nicht so viel drücken und so weiter. Ein Pass Effect sei ich schon, aber jetzt in diesem Spiel haben wir jetzt nicht so viele Buffs, die einfach nötig sind. Ja. Wir haben aber noch einen Zauber, genau. Geht. Den benutzen wir natürlich auch gerne. Und hier haben wir eine arkane Formel, die ist erst dort irgendwo hängen geblieben beim Droppen. Okay, das wäre eigentlich nicht schlecht. Energieentzug, Durchschlagschaden. Angriffsgeschwindigkeit für den Stab, der wirkt auch auf Stab. Es war ein Zauber, der vom Stab ausgeht, aber es wirkt auf Angriffsgeschwindigkeit. Könnten wir vielleicht dann mal schauen. Also diese Arkanenformel, ich glaube, die droppen jetzt ein bisschen häufiger, habe ich so das Gefühl. Schon zwei gefunden haben. Da brauchen wir Sens von Achilles Tapferkeit, Fledermaus, Zahngift. Also Giftzock können wir eigentlich auch relativ gut bei Spänen dann. Und ja, das Schlimmste ist eigentlich das erste, Achilles Tapferkeit. Das ist die Essenz davon. Ist ja nicht gerade unbedingt so die häufigste. So. Hier haben wir schon einen Tauren. Also eben, ich denke, wir können wirklich den anderen Charakter auch dann noch spielen, wenn wir ein paar Items gefunden haben. Ich habe irgendwie so vor, einen Millionär-Charakter noch zu machen. Und das aber dann später. Auch mehr Intelligenz, und Stärke. Stärke ist einfach auch eine Defensive, defensivere Items und so weiter und... Wir brauchen unbedingt mehr Punkte in Wolf. Können wir die nochmal neu beschwören? So. Eventuell werden die nach einem Level-Up, nach einem Stetson, vielleicht gar nicht verstärkt. Deshalb machen wir das jetzt einfach mal noch zuerst wieder. Ich weiß es nicht, das steht auch nicht geschrieben. Das ist einfach die Upgrade-Zeit, die natürlich noch ein bisschen da ist. So. Und ein Level Up, bevor wir zum Boss kommen. Ein Centaur, ein großer Centaur. So, wir hauen einfach ein bisschen ab, bis er uns nicht mehr verfolgt. So.
Und so ist das kleine Futter. Ja, ich habe ja das letzte Mal ein bisschen bemängelt, dass das Spiel ein bisschen langsamer am Anfang ist. Ja, es ist manchmal echt, auch die Bewegungsgeschwindigkeit sinkt manchmal. Ich habe es nochmals nachgeprüft. In einer Höhle oder so tut man automatisch langsamer rennen. Keine Ahnung, wann sie das eingefügt haben oder ob das schon immer war. Aber es ist, ja, jetzt nicht gerade so. Wenn man jetzt nicht unbedingt so schnell rennen kann. Und ja, die Nahkampfsachen natürlich auch relativ langsam am Anfang noch. Schwerer als Nahkämpfer, Spiel zu beginnen. Ja. Aber gut, das ist Balancing. Nehmen wir mal erst zurück. Gut, nach Sparta. Also, jetzt müssen wir hier runter. Da haben wir einen Questgeber gehabt. Genau. Hippias, geht es gut? Er steht einfach nur da? Nun, ich hätte es besser wissen sollen, anstatt mir Sorgen wegen Hippias zu machen. Hier, das ist für deine Mühen. Boah, ich verdurste fast von der Pizza. Die ist so richtig stark gewürzt gewesen. Du hast ihn also umgebracht. Ich muss sagen, dass ich nicht gedacht hätte, dass du das schaffen würdest. Ja, ihr auch nicht. Du bist kein Spartaner. Sprich mit dem General, wenn es sein muss. Natürlich, ihr auch nicht. Leonidas ist ein beschäftigter Mann. Ja, easy. Du bist also derjenige, der den Centaur besiegt hat. Ich hatte gedacht, dass nur ein Krieger Spartas solch eine Aufgabe bewältigen kann. Du bist also in Diomedes Auftrag hier. Nun gut. Ich hätte dich ein bisschen umgestellt. Sein Dorf verteidigen sollen. Keine Ahnung, was das heißt, aber es war orange plötzlich. Jetzt den nochmals drücken. Oh, blödes Mikrofon, echt. Wieso so schwer, oder? Ja, es geht. Okay. Vielleicht ist die Stimme jetzt ein bisschen etwas anders. Vielleicht besser. Aber gut, ja. Ist natürlich schwer als Neuling oder so mit Mikrofon umzugehen. Ja, mein letztes Mikrofon war vor 5 Jahren. Ich hatte einfach zu wenig Geld für bessere Mikrofon. Wiedersehen. Ohne Headset. Aber Headset-Mikrofone sind auch ziemlich gut. Also, ja. Vielleicht kann ja mir noch jemand ein bisschen die Qualität helfen einzustellen, aber es gibt halt keine Tasten. Muss wahrscheinlich ein Mischpult noch bekommen. Ja. Ich weiß es nicht, wie man das, was jetzt eigentlich gut wäre. Ja, ja. Technisch bin ich halt wirklich nicht gerade gut. Weil ich auch nicht so viel versuche, oder? Riskiere. Naja. Also wenn ihr Kritik oder so habt, sagt sie mir, aber bitte auch mit Hilfe. Wenn ihr selber nicht wisst, wie man es macht, dann ja, einfach nur sagen, ja, ich selber nicht oder so. Ist klar. Nicht gerade so hilfreich dafür. Ja, und ich bessere mich ja auch. Einfach brauche ich halt ein bisschen mehr die Community. Ich werde vielleicht im Livestream oder so dann auch nochmals darüber sprechen. Ja, dass ich einfach momentan ein bisschen näher brauche, ein bisschen ein paar Leute brauche, die ein bisschen mehr schreiben. Dürft ihr in den Videos natürlich auch gerne Kommentare schreiben. Aber es ist momentan echt so, dass ich wirklich mich ein bisschen alleine fühle, wenn ich jetzt nicht so viel bringen kann, oder? Und ihr jetzt auch nicht gerade so oft auch bei mir seid und zuschaut, fühle ich mich natürlich schon ein bisschen, ja, wie sagt man, wie hinten angestellt. Ja. Einfach so ein bisschen ziellos, oder? Ich meine, einfach, ja, ich sehe immer wieder mega schlechte Videos, die mega Anklang bekommen, und ich mache mir echt viel Mühe und auch lange Videos, und trotzdem habe ich halt kaum Aufrufe. Das ist einfach richtig ungerecht, oder? Das ist
Alter, so. Aber gut, wann ist die Welt schon gerecht? Naja, okay. Deshalb, ja, einfach das Beste. Glauben. Und auch. Weil ich helfe sehr vielen Menschen. Es müssen nur mal Menschen mir helfen. Und das ist natürlich schon sehr schwierig zu bekommen. Weil ihr könnt es meistens nicht leiten. Ihr könnt nicht jemandem sagen, komm, jetzt mache mal alles das und das. Sei mein Sklave oder so. Nein. Also, ich bin sehr nächstenlieb. Ich habe eine mega Nächstenliebe. Meine Freunde, die unterstützen mich auch. Für. Aber ja, was soll ich sagen? Natürlich eben, es sind einfach zu wenig. Ich bin sehr sozial, ich brauche mehr als 5 oder 6 Leute. Das ist es einfach. Viele haben nicht so Lust. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich merke bei vielen, sie wollen gar nicht mehr so spielen. Sie wollen nicht mehr reden. Ja, sie wollen kaum etwas machen und sind sofort toxisch. Dieses toxische Zeug da. Ja. Ich weiß nicht, wieso sie es haben. Aber ich bin nicht. Ja, ich bin nicht gerne toxisch. Weiß nicht, wann ich toxisch bin. Aber jetzt gerade momentan bin ich eher todmüde und faul. Krankheit. Das Asthma. Ist auch gerade nicht so Lust zu reden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ein. Würzenpart auch machen soll, weil die Stimme versagt wieder. Das geht schon. Aber ja, es sind manche Sachen, die mir einfach momentan ein bisschen einschränken und ja, Qualität ein bisschen unterziehen. Aber gut, bitte ignoriert solche Sachen. Also, ich kann halt nichts dafür. Ich habe einfach Probleme, oder? Gesundheitliche Probleme, die einfach sehr arg sind. Ja. So, hier haben wir scheinbar nichts mehr. Ja. Es gibt hier noch eine zweite Höhle, die kommt jetzt dann links. Die machen wir nicht, weil wir natürlich ein bisschen vorwärts machen müssen. Und die andere Höhle, die machen wir, weil wir dort, glaube ich, Lebensenergie bekommen. Belohnung. So, jetzt haben wir leider. Ja, die Wölfe sind nämlich sehr aggressiv zum nächsten Gegner gegangen. Okay. Wir haben es ja gut überlebt. Haben wir keinen Schaden bekommen. Also, jetzt gerade ist es auch wieder ein bisschen das Spiel. Ja. Okay, also wir raschen mehrheitlich durch und sonst fangen wir einfach mit dem 70-Charakter an. Aber ne, ich bin eben einer, der wirklich das ganze Let's Play immer gerne macht. Dass das Spiel ganz durchspielt. Deshalb müssen wir einfach noch ein bisschen Geduld haben. Es gibt zum Beispiel einen, der hat Livestreams gemacht. Dann habe ich ein bisschen zugeschaut als Livestream-Aufnahme. Also ich habe zu spät gesehen. Ja, der hat einen Level 70-Charakter angefangen. Wo, also hier machen wir nichts, das sind einfach Skelette und Tempel. Die eine Höhle, die kommt jetzt dann links oben. Eben, wir raschen ein bisschen mehr durch, wir haben genug starke Minions, können die immer wieder beschwören. Wenn uns zurückziehen, raschen durch. Wir werden jetzt gar nicht mal so viele Monster angreifen, die im Weg sind, weil die Wölfe natürlich aggressiv sind. Sonst, ja, einfach nur die Lager oder so, wo Gegenstände droppen können. Rampel Magier, die Magier angreifen, die magischen Gegner. Ja, dann mal sehen. Dann sind wir relativ schnell im Legendary. Ich bin jetzt ein bisschen besser geübt als im letzten Let's Play, da habe ich noch nicht so viel Erfahrung gehabt. Titan Quest einfach zu spät für meinen PC lief. Also mein uralter PC war zu schlecht. Mein zweituralter PC von 2011 war einfach nicht gerade so mächtig für Titan Quest immer zu spielen.
es irgendwie ein bisschen schlecht lief. Der CPU oder so war ein bisschen überfordert. Und jetzt der PC von 2015, also der vorherige PC, der ja, ein paar Startprobleme, Steam wollte da das Game nicht immer starten, deshalb wollte ich kein Let's Play dann machen. Und dieser PC, da läuft alles ganz gut, auch wegen dem Addon, scheinbar. Deshalb, ja, jetzt habe ich natürlich viel mehr Bock, viel weiter zu spielen. Du alle Ringe und Amulette mitnehmen, auch wenn sie gelb sind, nur weil die kann man gut verkaufen. Das ist noch sehr viel. So. Okay. Da haben wir noch die, das Schlauch. Und ein Level-Up gleich. Ah, hier kommt schon das Lager. Also die Höhle ist schon vorbei, die man nicht unbedingt braucht. Und die Höhle hier links bei diesem Questgeber ist dann die Höhle, wo man noch Regensenergie bekommt. Das habe ich vergessen, viele, dass dort eine Höhle ist. Und ich habe es einfach bei zu, also nein, ich bin zu viel, weil ich alles in der Kunde sonst eigentlich gefunden wieder. Also zwar ungefähr im Sommer dann wieder gefunden. Aber ich kannte sie relativ gut. Also ich hätte sie vorher auch schon gefunden. Neuigkeiten aus ganz. Aber meistens bin ich auch derjenige, der halt wirklich auch Endgame-Content machen möchte. Übrigens. Ja, und deshalb, ja, tue ich gerne Rush. So, bei Lebensenergie ist doch auch sehr wichtig. Also machen wir jetzt kurz die Quest. So. Ja, die Spinnen sind sehr langsam. Es gibt auch noch rote oder dunkelrote Spinnen. Die ganz klein. Die sind ein bisschen schneller und die sind auch sehr, sehr stark. In den Nahkampf für Fernkampf. Gegner ist nicht praktisch. So, Level 8 und 88 Intelligenz, Elektrobrandschein. So. Wir haben alles Relikte. Das. Die Reliktscherben, die wir nicht doppelt, also ja, als einzelne gefunden. Oh. Am Vorderen. Hm. So. Okay. Sterblicher, ich bin eine Najade. Ja, die ist da. Sinayat? Sinayat. Gibt es das Wort überhaupt? Najat? Also, Siyat. Sie neint. Aber Najat gibt es das auch? Arachnus. Arachnus, das tut so rein. Gott oder so. Zauberweber. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Und so viel Gift schießen. Gift. Flasche geworfen wird. Ja, jetzt seht ihr. Also, Gifting. Die sind in den Mods manchmal extrem stark. Zu diesem Spiel, also im Hauptspiel jetzt nicht. Die Schrift ist immer ein bisschen zu klein für meinen Bildschirm. Also, der ist einfach riesengroß und weit weg. Da kann ich manchmal das nicht lesen. Ja, wir bekommen schon recht viel Schaden. Seht ihr das? Boah. Ich hab gar keine Heiltank genommen. Muss vielleicht die Heiltränke umlegen auf die Pass of Exile Steuerung, weil das ist die Diablo 3 Steuerung gleich wie bei Diablo 3. Ich glaube, Titan Quest hat für die Steuerung gehabt. Bei Diablo 2 waren es ja noch anders, da waren die Heiltränke auf 1 bis 4. Ja,
Bei Diablo 2 waren es noch ein. So, recht starke Messsicher. Okay, trinken wir nochmal. Bin ich so ein gerne Heiltranktrinker, sonst wenn es nötig ist. Aber ja, der Dot ist schon sehr stark. Oh Gott. Bin ich erschrocken, ey. Dachte schon ein Grafikfehler oder so. Könnte ja schlimm sein. Ei, ei, ei. Einfach die Decke aufgegangen. Die Höhlendecke. Hat Löcher bekommen. Ja, ja. Oh, da hat es gerade ein bisschen geladet. Ja, das Spiel ist halt alt. Du hast das Gift aus der Höhle besorgt. Genau. Plus 75 gesund. Sehr schön. Schauen wir nochmal. Genau, wir haben Punkte. So, ich habe jetzt direkt 16 gemacht, weil wir natürlich sehr stark sein müssen. Und dann holen wir dann sofort den Leash. So. Da kann man jetzt noch nicht, das ist nach Stufe 8. Ja, ich weiß nicht, ob der bessere Mods hat. Ja, Lebensregeneration, aber der hat glaube ich auch Lebens. Ja. Okay, dann nehmen wir natürlich den Stab. Also wir brauchen am meisten Intelligenz, ein bisschen Geschicklichkeit und ein bisschen mehr Stärke. Das ist uns so ungefähr so unser Plan. Da wir ja eben Minions haben, müssen wir jetzt auch nicht so viel Lebensenergie machen. Also scheinbar werden die Wölfe schon verbessert, wenn man ja, Skills hat. Aber dennoch möchte ich schon gerne. Als einfach Probe, weil sie nochmals neu beschwören, gestärkt. Einfach wegen Diablo 2 damals hatten die Skelette dann noch nicht mehr Schaden gemacht und mehr Leben gehabt. Ja. So, sind schon weit gekommen. Ja, und macht recht viel Spaß. Also mich freut es einfach immer wieder, so die Gegner zu erkunden. Das macht Titan Quest eigentlich wirklich sehr gut. Es ist zwar wirklich eigentlich eher geradlinig und so, aber dennoch sind die Gebiete immer wieder schön anzusehen und alles. Macht sehr gut. Ich weiß, dass viele Spiele natürlich sehr verwöhnt sind von besseren Spielen. Zum Beispiel Last Ark. Aber gut, ich finde Titan Quest besser als Lost Ark. Ich mag diesen AC-Quatsch eigentlich gar nicht. Ist leider Perseffekt sein, halt auch ein bisschen. Also die Grinde mag ich einfach nicht. Und hier kann man auch ohne wirklich sehr gute Items eigentlich wirklich Derrick kommen. Wenn wir dann sehen. Ich freue mich. So rushen wir wieder ein bisschen durch. Wir müssen echt nicht viel machen. Es ist ja auch nicht spannend, also es ist jetzt auch nicht gerade so der Wahnsinn, dass es wir jetzt machen müssen. Ja. Wir können dann immer noch weitere Charakter machen und dort wieder mehr erkunden. Dann auch mal die Geheimlevel oder so machen. Könnten wir dann aber wirklich auch auf Legendary machen. Also wenn ihr es unbedingt sehen wollt, kann ich das. Aber sind wir jetzt wirklich nicht Geheimlevel, wie ihr denkt, ja, so Q-Level oder so. Sind einfach ein paar Gegner, die einen bestimmten Ding haben. Einen Rhythmus oder sind unbesiegbar oder so. Sonst ja nicht gerade so speziell. Jo, wir werden die sicher finden. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wo was alles ist, aber wir werden alles finden. Sonst bitte helfen. Coole Musik. Ja, die altbekannte Titan Quest.
Sigstrand verweilen. So, Lebensabsaugungsschwert. Ein Angriff so langsam. Okay. Gar nicht richtig gelesen. Genau, die grünen Zombies da, die geben auch Magie-Items, die könnt ihr ein bisschen farmen. Aber im nächsten Schrank, so geht es besser. Also die haben jetzt nichts gedroppt, auch nicht gerade so häufig. Gelb, auch grüne. Ja, ich werde mir mal Zeit nehmen, wirklich mal ein bisschen farmen nebenbei immer wieder. Momentan habe ich echt viel Zeit, weil ich mich sehr oft ausruhen muss auch. Ja. Heilungsschrein? Ja, ich glaube, der wurde nicht. Der Wolf wurde gar nicht. Nein. Hey! Ich hab doch gedrückt! Wie stark sind denn die? Das ist eine Frechheit! Eine absolute Frechheit! Ich hab gedrückt! Ich hab den Heiltrank getrunken! Ey! Unglaublich, wie stark die sind! Ah, das regt mich immer wieder auf, wenn das Spiel nicht richtig reagiert. Wieso hat mich das jetzt angegriffen, wenn die Wölfe vor mir waren? Ich weiß nicht. Also manchmal habe ich so das Gefühl, ich werde nur verarscht beim Heiltrank trinken. Ja gut. Nee, es war schon in Last Epoch immer wieder so der Fall. Wie stark sind denn die? Die sind Level 10! Mann, das ist doch kein Balancing! Frechheit! Ich bin Level 7 gerade mal. Absolute Frechheit, hey. Shit. Ja, einfach diese Unkonzentriertheit manchmal wegen. Ja, ich muss sie heilen, die Wölfe und so weiter. Ah, wenn man irgendwie abgelenkt ist, das Spiel soll nicht immer so unfair sein. Ja, gut. Ja, jetzt ein Level up. Ah, cool, hätte ich Wolke kriegen sollen. Wir werden kämpfen. So, also Naidan. Komischer Name. Terrakotta-Diener, genau sind das, stimmt. Todesschlag. Durchblutung, Gesamtschaden des Lebenskraft des Feindes. Standardangriff. Wie viel Terrakotta-Diener kann man maximal? Ich finde irgendwie den Leash besser. Okay, er explodiert. Physischer Widerstand, das ist wichtig. Komm, wir machen das. Ich finde irgendwie den Leash gar nicht so gut. Der Leash ist ab Level 10. Okay. Auch reduzieren des Lebenskrafts. Leben. Physischer Widerstand. Geschosse. Geheimschlag. Der hat dort Lähmung und Verlangsamung. Der 51 Elementarschaden ist gut. Also. Der hat 100,
14 Durchschlagsschaden. Verbrennungsschaden. Also, er bekommt weniger physischen Widerstand und die Gegner. Scheinbar. Eben der kostet deshalb Level 18 erst. Also hier haben wir vor allem einfach defensiv. Würde eigentlich auch ziemlich gut gehen. Kommen wir mal noch sehen. Damit wir immer wieder Stunts haben. Buffs haben. So, können wir das irgendwie einsetzen? Dann machen wir hier mal den Wolf. Und. Ah, das ist einfach ein. Okay. Das ist einfach einen. 3% Wahrscheinlichkeit, genau. Verwirrung, Giftschaden. Vielleicht eher das nehmen. Ja, 3% Wahrscheinlichkeit ist natürlich ein bisschen gering. Gut. Ja, das letzte Part auch schon. So. Eieiei. Das waren starke Gegner. Die blöden Ertrunkenen. Von Minecraft. Ja, sind beide OP. Sind beide viel zu stark. Leinzock. In Minecraft. Leinzock. So, und dann sehen wir einen Ikera. Memphis kommt, glaube ich, erst. Warum diese Monster gekommen? Mikro. Die Wahrheit ist, dass ich selbst. Schwert und Schild sind nicht dein Stil. Dann, ich denke, dass du hier fündig wirst. Ja, machen wir eigentlich direkt einen der ersten Bosse. So, schauen wir noch, aber cool. Das wird Monster, Magic Items, da, Daten, Preis und Tank, Leistung, mehr Schaden, Lebenskraftschaden ist nicht nötig, laut die Musik, okay. Dann zwei grüne Items, ist das jetzt auch neu, dass die mehr grüne geben, anbieten. Es waren ja nur zwei oder so weniger gewesen. Okay. Ja. Das ist dann alles. Willkommen, ein edler Krieger wie du. Ich bin sicher, dass ich genau das habe, wonach du suchst. Diese Schaden von defensiven Sachen für Minions. Okay. Lebe wohl! Ja, gut. Auf Wiedersehen. Bartmittel. Wir haben Probleme. Alle Teile Griechenlands haben in diesen Tagen. Ja, immer diese Probleme. Ich kann das für dich tragen! So. Der Schadensring. Austauschen mit Feuerwiderstand am besten. Ja. Okay. Intelligenz nochmal ein Punkt. Bis dann! So. Und
Unsere Kisten sind geräumig und sicher. Einen guten Tag wünsche ich dir ausgerüstet. Noch. Leonidas hat dich also geschickt. Er muss also. Da haben wir noch eine andere Quest. Über die Alt-Eloisis. Ist eigentlich ziemlich gut, weil es noch starke Gegner gibt. Jeder der drei Prinzen. Und auch guten Loot, aber ja, unbedingt. Also das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Ja, eventuell kann ich ja morgen mal einen Livestream oder so machen, eine Titan-Quest. Aber heute bin ich schon ein bisschen zu müde. Keine Ahnung, woher die Müdigkeit kommt, aber immer eher von der Krankheit her. Ich bin. Ja, und ich muss halt wieder früh ins Bett, weil früh muss aufstehen morgen. So ein Mist, wenn alles nicht so gelöscht wird. Aber sonst geht's mir ja gut. Ich muss halt einfach noch eine Aufnahme mit ein bisschen Pause machen, bis ich die nächste Aufnahme machen kann. Und ja, es nervt schon ein bisschen, dass ich jetzt nicht so gut immer reden kann. Tut mir einfach leid. Unbedingt. Ja, so gefällt natürlich. Ich meine, es muss ja heutzutage alles perfekt geredet werden. Zum Beispiel Nachrichtensprecher. Die werden sofort von Stefan Raab und so. Nein. Gar nicht mehr, wie der heißt. Und Nachfolger und in die Schippe genommen. So unfair habe ich schon immer unfair gefühlt. Jo. Ja, das Spiel ist schon viel taktischer als zum Beispiel Space Effect sein. Da muss man schon ein bisschen mehr ausweichen. Ein bisschen mehr schauen, welche Gegner angegriffen wird. Und ja, schauen, dass die Minions nicht so wenig mehr davon rennen. So, ja, dieses Gebiet machen wir komplett. Eventuell droppt ja auch etwas. Was war es? Eine Wurfwaffe, glaube ich, wo wir gefunden haben mit einem anderen Charakter. Die können wir dort lassen. Die brauchen wir jetzt wirklich nicht. Sind zwar wirklich gut, die Wurfwaffen-Baits, aber sie haben wirklich wenig Reichweite. Ich mag es nicht so. Und wer weiß, wie man TailQ Bolt installieren kann, gut. Richtig, das funktioniert. Kann mir gerne auch mal ein bisschen etwas helfen, weil so ein Tutorial finde ich jetzt gerade direkt nicht. Ich habe es probiert. Aber die Titan Quest Vault ist natürlich ein Mod, der uns eigentlich gut unterstützen wird, weil wir dann mehr Platz haben zum Lager. Keine Ahnung. Ich habe einfach die richtige Version scheinbar nicht gefunden. Weil wahrscheinlich auch wegen dem neuen Mod, wegen dem neuen Addon, der Mod nicht funktioniert. Titan Quest. Ja, ja, ein Programm aus dem Mod. So. Können wir gleich noch kurz den Boss machen? Upp. Ja, die Wölfe sind schon sehr stark, einfach sehr langsam. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss noch sehr viel alleine machen. So. Wie können wir denn am besten besiegen? Was ist denn Zyklop? Da ist er ja, sieht auch groß aus, aber er ist jetzt nicht so stark. Einfach den Angriff ausweichen, damit er nicht verlangsamt wird. Genau. Jetzt ist er. Und Glitch-Treffer. Ich weiß nicht, wieso diese Leute angreifen, aber die hätten eine Chance gehabt. Einfach noch nicht so stark. Mit ein paar Builds habe ich da schon geschafft, alle am Leben zu lassen. Ich wollte jetzt einfach nicht gerade abhauen oder so.
Zyklopen irgendwo hinlocken, wo die Leute überleben könnten, angegriffen werden. Ja, gerade so gute Items bekommen. Prima, da haben wir noch eine Höhle. Oh, Sonnenwand, Schild. Ah, genau, wir haben noch ein Backpack bekommen. Dann können wir mehr lagern. Sehr schön. So, wo haben wir denn einen Waypoint? Brunnen. Okay, jetzt natürlich jetzt gerade so viel weitermachen müssen. Part zu Ende ist und einen zweiten Part. Ich habe einfach nicht wenig Kraft. Sonst besiegen wir einfach den Ding nochmals, den Zyklopen, oder ich mach's einfach bis dorthin wieder. Ja, jetzt werden wir einfach den Schatz noch holen und ich würde den Zyklopen nochmals besiegen. Und auch diese Quest werde ich dann wahrscheinlich, ja, vielleicht schon im Let's Play machen. Ja, ich werde es im Let's Play machen. Ich will euch alle Quests zeigen. Ja, die sind sehr hochlevelig, also sind jetzt erst Level 8. So, Spuckschnalle. Brauchen wir mehr Geschicklichkeit. Nehmen wir mal mit. Sieht auch cool aus. So. Obwohl die Gegner grüne Rüstungen haben, sind die rot. Okay. Quest haben wir auch abgeschlossen. Also ich weiß noch, beim ersten Mal habe ich die gar nicht gefunden, die Quest. Das ist beim zweiten Mal durchlaufen, also mit dem gleichen Charakter. Das zweite Mal durchlaufen habe ich das. Ist halt einfach ein bisschen links runter, wieder zurückgehen und aufgeschaut. So mal Leben. Feuerwiderstand. Kältewiderstand, Intelligenz. Weil Leben, ja, ihr habt ja gesehen, wie die Gegner einen runterhauen. Das ist nicht gerade so wichtig am Anfang. Macht das einfach zu wenig Unterschied. Wenn Gegner zu stark sind, dann sind sie halt einfach zu stark. Okay. Ja, sonst sehe ich das schon. Ich weiß es nicht, aber ich mag Leben alleine nicht so, wie ich weiß nicht, defensiver macht. Es macht einfach die Bandbreite höher, wo man dann Tränke nehmen muss. Ja, ich habe lieber dann irgendwann mal einen Heiltrank mehr getrunken. Wir werden sowieso voll gespammt heute. Aber gerade jetzt momentan, ja, sind wir halt einfach ein bisschen schwach. Also es liegt einfach daran, dass die Minions jetzt gerade nicht stärker werden. Die werden pro Akt, glaube ich, stärker. So. Also ich werde noch ein bisschen farmen. Eventuell komme ich aber nicht dazu. Wenn ich viel machen muss, wieder mehr trainieren muss dann, wenn ich wieder gesund bin. So langsam merke ich das auch, dass ich einfach ein bisschen geschwächt bin. Gut, dann viel Spaß noch mit anderen Dingen. Einen wunderschönen Tag und eine gute Nacht. Tschüss.